Hallo, Marius Ebert hier. In diesem Video möchte ich mich mal widmen dem Betriebswirt IHK, offiziell geprüfter Betriebswirt IHK. Das lasse ich jetzt mal weg, nenne es kürzes ab mit BW, Betriebswirt IHK. Und ich möchte die Frage beantworten, wie läuft das ab? Und zwar, wie läuft was ab? Wie läuft die Vorbereitung ab auf den geprüften Betriebswirt IHK mit meiner Schnelllernmethode? Und ich möchte dieses Video strukturieren. Und zwar vier Punkte. Und der erste Punkt ist die Form. Ich erkläre gleich genau, was ich damit meine. Der zweite Punkt ist der Inhalt. Der dritte Punkt sind die Kosten. Und der vierte Punkt ist die Zeitplanung. Und wenn diese vier Hauptpunkte geklärt sind, denke ich, ist das Wesentliche geklärt und jeder hat eine Vorstellung, wie es abläuft. Mit Form, was meine ich mit Form? Ich meine zunächst einmal die formalen Zugangsvoraussetzungen. Manche sagen auch Zulassungsvoraussetzungen. Und zuständig dafür ist allein die IHK. Ich kann Ihnen das Grundprinzip gerne erklären, aber letztlich verbindlich entscheiden kann es nur die IHK. Betriebswirt IHK, da können Sie die Prüfung ablegen, wenn Sie in der ersten Stufe einen Fachkaufmann oder Fachwirt abgeschlossen haben. Das ist das Grundprinzip. Dazu gibt es Ausnahmen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Ich habe dazu andere Videos gemacht. Schauen Sie da. Oder noch besser, sprechen Sie gleich mit dem Menschen bei der Kammer, der Ihnen hier verbindliche Auskunft geben kann, ob Sie die Prüfung machen können. Nur darum geht's. Meine Produkte können Sie kaufen ohne Genehmigung der IHK. Aber für die allermeisten Menschen ist diese Investition dann vor allem sinnvoll, wenn Sie den Abschluss machen, das Diplom bekommen, Betriebswirt oder Betriebswirtin IHK. Und das Zweite sind die formalen technischen Voraussetzungen, um meine Methode zu nutzen. Und die sind sehr einfach, ist völlig unkompliziert. Sie brauchen einen Laptop. Es kann auch ein PC oder ein Mac sein, aber die meisten benutzen heute Laptops, deswegen habe ich das jetzt mal hier aufgegriffen. Und die Dateien, mit denen wir arbeiten, sind systemübergreifend nutzbar. Es sind MP4 für die Videos, es sind MP3 für das Hörbuch und es sind PDFs für das begleitende Material, also die Skripte, die Repetitorien, all das. So, das heißt also, jeder kann diese Methode nutzen. Es gibt hier keine irgendwelchen systemischen Begrenzungen. Das zweite ist der Inhalt. Wie geht das? Wie läuft das ab? Das werde ich oft gefragt, weil dieser Weg ja relativ neu ist und er ist Seminar ersetzen. Das möchte ich immer wieder betonen. Ja. Meine Videocoachings ersetzen komplett ein Seminar. Sie brauchen kein Seminar zu besuchen, um es nochmal an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen. So, was machen Sie im ersten Schritt? Der könnte so aussehen, dass Sie die Videos anschauen, also dass Sie das erste Video anschauen und dann werden Sie und sich das PDF dazu ausdrucken. Und dann werden Sie sehr schnell sehen, wenn Sie das Video schauen, dass das Ganze sehr schnell eine Dynamik, eine motivierende Dynamik entwickelt, die Sie mit totem Buchmaterial, mit toten Skripten niemals erreichen können. Hier kommt Bewegung rein und Sie werden sehr schnell erkennen, dass es bei dieser Methode darum geht, Schlüsselworte zu notieren. Ja, warum kann ich mir denn das Video nicht einfach so anschauen? Können Sie natürlich machen. Ich stehe ja nicht neben Ihnen und sage, mach es so, sondern irgendwo ist Lernen ja eine sehr individuelle Sache. Aber es wird sehr empfohlen, dass Sie die Schlüsselworte notieren. Nur die Schlüsselworte. Sie müssen nicht wie ein Wilder mitschreiben, so wie Sie das von, ich nenne das immer Folienlesungen, wie Sie das von Folienlesungen sicher vielfältig kennen, dass Sie alles mitschreiben, mitschreiben, mitschreiben oder nachher die kopierten Folien ausgehändigt bekommen, die Sie auch nicht weiterbringen. Totes Material. Ja, hier ist es sinnvoll, die Schlüsselworte zu notieren. Hier ist es sinnvoll, ins Schreiben zu kommen. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Dann kann es sinnvoll sein, das ein oder andere Video nochmal anzuschauen. Video nochmal anschauen und dazu
im sogenannten Dozentenschlüssel, wo nämlich die Dinge, die Sie im ersten Schritt ausgefüllt haben, schon ausgefüllt sind, noch einmal mitzulesen und eventuell zu markieren, mit Textmarker die Schlüsselworte herauszuarbeiten. Dadurch entsteht sehr schnell vor Ihrem geistigen Auge eine Struktur des Lernstoffs. Und Struktur ist der Schlüssel für nahezu jeden Lernstoff. Und diese Struktur wird Ihnen hier vermittelt. Und dann ist es sinnvoll, das Repetitorium, ich kürze das mal ab mit REP, Repetitorium, das sind Fragen, ja, Fragen so und Aufgaben natürlich, das Repetitorium auszufüllen, das heißt, diese Fragen zu beantworten und die Aufgaben zu lösen, Repetitorium ausfüllen. Warum sollten Sie auch hier wieder schreiben? Weil Schreiben die einzige Aktion ist, die Ihnen in der Prüfung Punkte bringt. Punkt. Ja, Schreiben ist die einzige Aktion, die Ihnen in der Prüfung Punkte bringt. Alles andere bringt keine Punkte. Also muss ein Lernsystem, das erfolgreich sein will, Sie dazu bringen, dass Sie wieder Ihre Handschrift aktivieren, was wir ja im Alltag immer weniger tun, weil wir ja über Tastaturen uns verständigen, größtenteils. Das müssen wir also in gewisser Weise wieder lernen und die Lernmethode bringt Sie dazu. Die Kosten. Gibt es hier irgendwelche versteckten Kosten? Ist das, was dort ausgewiesen wird, wirklich das Komplette? Ich will die Frage sehr präzise beantworten. A, Sie erhalten einen Komplett oder Sie bekommen einen Komplett Preis. Dieser Komplettpreis enthält alle Videos, alle Begleitskripte, die Repetitorien und das Hörbuch. Ich wiederhole nochmal: alle Videos, alle Begleitskripte, alle Repetitorien und das Hörbuch mit dem gesamten Lernstoff in Frage- und Antwortform. All das ist inklusive. Sie brauchen kein Seminar und Sie brauchen keine, hier steht keine Bücher. Keine weiteren Lehrbücher, keine weiteren Skripte. Bitte tun Sie das nicht. Es verwirrt Sie nur. Ja, Bücher führen zur Verwirrung in der Regel. Manchmal andere Terminologien, Begriffe nicht eindeutig geklärt und so weiter, bringt viele Probleme. Und Skripte, dann noch am besten aus dem Netz runtergeladen, sind dann oft noch von schlechterer Qualität als Bücher, führen zu weiterer Verwirrung. Und es ist nicht die Quantität des Lernmaterials, die Sie zum Erfolg bringt, sondern die Qualität des Lernmaterials, um auch das mal ganz klar zu sagen. Also keine Bücher, keine Skripte nötig. Was aber nötig ist, je nach Lehrgang, hier beim Betriebswirt IHK auch, sind bestimmte Gesetze oder Gesetzessammlungen, die müssen Sie kaufen. Warum müssen Sie die kaufen? Sie können ja auch sagen, im Netz finde ich jedes Gesetz, warum muss ich mir das kaufen? Haben Sie recht. Aber die Gesetze dürfen Sie als Hilfsmittel benutzen in der Prüfung und die dürfen Sie vorher nach bestimmten Kriterien legal präparieren. Sie dürfen also bestimmte Dinge machen vorher in der Vorbereitung mit diesen Gesetzen. Deswegen empfehle ich dringend, sie zu kaufen. Und entsprechend den Anleitungen in den Videocoachings auch zu präparieren durch Unterstreichungen, Markierungen, Querverweise. Das ist nämlich erlaubt. Und hier würde ich mal sagen, wenn Sie die Backchen-Texte verwenden, das ist nur eine Empfehlung, weil das die billigste Möglichkeit ist, die ich gefunden habe, dann sind Sie vielleicht bei 30 Euro hier etwa. Legen Sie mir nicht auf den Euro genau fest. Ja, Sie brauchen eine Textsammlung Arbeitsrecht, Sie brauchen ein BGB irgendwann, Sie brauchen eine Textsammlung Wettbewerbsrecht und Sie brauchen auch ein Handelsgesetzbuch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wenn Sie ein BGB noch haben, brauchen Sie es nicht zusätzlich zu kaufen. Vielleicht haben Sie auch noch ein HGB, brauchen Sie nicht mehr zu kaufen. Ja, aber je nachdem, was Sie da haben und noch kaufen müssen, vielleicht noch mal 30 Euro. Und Punkt D ist eine Empfehlung. Ich empfehle nicht am Anfang, aber wenn die Prüfung näher rückt, noch zusätzlich mit alten Prüfungen zu arbeiten, die Sie beim DIHK im Shop des DIHK, Deutschen Industrie- und Handelskammertages, kaufen können und kaufen sollten. D ist eine Empfehlung. Ja, ist denn in Ihren Repetitorien, sind da nicht Prüfungsaufgaben drin? So, doch, sind es. Aber zusätzlich empfiehlt sich hier weiteres Üben. Und ich kann auch nicht einfach die Aufgaben von der IHK über Gebühr in meine Unterlagen übernehmen. Das kann man im Rahmen von Zitaten, aber ich kann nicht einfach da aus Copyrights-Gründen einfach die kompletten Prüfungen da reinbauen in mein Lernmaterial. Damit verstoße ich gegen unsere Gesetze. Und
Deswegen die Empfehlung, um die Handlungsorientierung der Prüfung, um auch das ganz klar zu sagen, die Prüfung ist nicht Reproduktion von Wissen, die Prüfung ist Anwendung von Wissen, Transfer von Wissen. Und das kann man und sollte man weiter üben. Deswegen diese Empfehlung, mindestens zwei alte Prüfungstermine noch durcharbeiten. So ein kompletter Satz mit allen Aufgaben und allen Lösungsvorschlägen liegt bei ungefähr 16,90 €. Ja, so ungefähr. Legen Sie mich auch hier auf den Euro nicht genau fest. Aber so ungefähr da liegen die Preise. Also wenn Sie das für zwei Termine investieren, noch einmal sind Sie über zweimal 16,90 € ungefähr. Das sind alle Kosten. Weitere Kosten gibt es nicht, auch keine versteckten. Was natürlich dazu kommt, ist die Prüfungsgebühr, die an die IHK zu zahlen ist. Zeitplanung. Wir müssen hier rückwärts terminieren. Warum? Weil die Prüfungstermine über Jahre bundeseinheitlich feststehen. Googeln Sie einfach Betriebswirt IHK Prüfungstermine. Dann finden Sie die Prüfungstermine. Die sind bundeseinheitlich festgelegt. So, und von diesem Termin muss man rückwärts terminieren. Die Termine liegen immer im Frühjahr und im Herbst. Wenn ich es richtig im Kopf habe, liegen sie im Juni und im November. Ja, also da ist Frühjahr schon sehr großzügig interpretiert. Und von diesen Terminen muss man rückwärts terminieren. Das heißt, wo bin ich jetzt? In welchem Monat bin ich jetzt? Ist es sinnvoll, schon den nächsten Prüfungstermin anzugehen oder der übernächste oder der überübernächste? Und da rechnen Sie bitte, damit Sie das ohne Stress absolvieren können, denn ich rede hier zu Menschen, die das nebenberuflich machen. Ja, also einen vollen Beruf, Familie und alles haben, was das Leben ausmacht, rechnen Sie ein Dreivierteljahr. Schauen Sie also auf den Prüfungstermin Juni oder November. Und wenn Sie ein Dreivierteljahr davor liegen, vor dem Prüfungstermin oder der nächste Prüfungstermin oder auch der übernächste Prüfungstermin ein Dreivierteljahr weg ist, dann ist es sinnvoll, diesen eben jenen Prüfungstermin anzustreben, der ein Dreivierteljahr weg ist. Das wird Sie vielleicht überraschen, vielleicht wird Sie das schockieren und vielleicht kennen Sie viele Geschichten von Leuten, die da 2 Jahre lang oder noch länger rumgedoktert haben an ihrem Betriebswirt IHK. Ich habe eine Methode, die seit 25 Jahren bewährt ist und deswegen muss man sich von diesem Gedankenmuster lösen, dass das 2 Jahre dauert. Ein Dreivierteljahr bis zur Prüfung, in da die Vorbereitung zu machen in mein Video-Coaching ist also möglich, gut möglich. Sie müssen das aber nicht. Ja, wenn Sie das jetzt zu sehr erschreckt oder wenn Sie aus irgendwelchen privaten Gründen merken, es wird doch etwas eng zur Prüfung, dann verschieben Sie auf den nächsten Termin. Das ist überhaupt kein Problem. Achten Sie bitte nur auf den Anmeldeschluss. Ja, achten Sie darauf, dass Sie sich rechtzeitig angemeldet haben bei der Kammer und wenn Sie das gemacht haben, können Sie problemlos auf ein halbes Jahr später gehen. Ja, oder wenn Sie von November auf Juni verschieben, ist es ja mehr als ein halbes Jahr, weil wie gesagt, Frühjahr ist hier sehr großzügig ausgelegt. Also noch einmal, die Prüfungstermine sind für den Betriebswirt IHK immer im Juni eines Jahres und im November eines Jahres und das sind diese Daten sind fix, das können wir nicht verändern, das ist wie Sonne und Mond und da müssen wir uns dran ausrichten und orientieren. So, ich denke, damit habe ich die wesentlichen Elemente skizziert, wie es abläuft. Sie haben auch gemerkt, ich habe sehr viel in der Peripherie gearbeitet. Also ich habe also über formale Dinge gesprochen. Ich habe über Kosten gesprochen und ich habe über Zeit gesprochen. Und ich habe relativ wenig darüber gesprochen, wie man diese Methode anwendet, weil diese Methode in der Anwendung sehr, sehr einfach ist. Wenn Sie mit dieser Methode arbeiten, werden Sie sich vielleicht fragen, warum da nicht vorher schon mal jemand drauf gekommen ist. Aber das ist immer so. Das ist immer so bei Innovationen. Nachher sagt man, Mensch, das ist im Grunde alles so naheliegend, was der Ebert da macht. Nämlich, dass er statisches Wissen in Bewegung bringt und dass Sie Schritt für Schritt, Stein für Stein sehen, wie die Steine aufeinandergelegt werden und das Gebäude, also die Struktur des Wissens, entsteht. Das ist die Grundidee und da braucht man keine langen Erläuterungen. Deswegen habe ich das hier in dem Punkt B relativ schnell abhandeln können. Alles Gute, Marius Ebert.
Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.